21. Januar 2020. Anni und Martin im Gespräch mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich über ein Urteil des Amtsgerichts Weimar in Thüringen. Rainer, was ist das Wichtige an diesem Urteil? Was steht drin? Warum hat es diese grundsätzliche Bedeutung? Ich glaube, der Richter, der dieses Urteil geschrieben hat, dem war sonnenklar, dass es weit über den von ihm geregelten Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat. Und zwar nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit, vielleicht sogar weltweit. Wir werden das jedenfalls den Kollegen auch in den USA und anderswo geben. Er hat, ich sage mal eben das Aktenzeichen, damit sich das jeder beschaffen kann. Wir werden es aber auch morgen im Ausschuss auf der Website haben. Amtsgericht Weimar vom 11.01.21, Aktenzeichen 6 OWI 523 JS 2025 18 aus 20. Er hat in diesem Urteil die Grundlagen für die sogenannten Corona-Maßnahmen auseinandergenommen und hat in dem einen Teil ausführlich dargelegt, warum es keinerlei tatsächliche Grundlage für diese Maßnahmen gibt. Die einzig akzeptable Grundlage wäre die gewesen, dass es eine epidemische Lage nationaler Tragweite gibt. Die ist zwar beschlossen worden vom Bundestag, aber offenbar ohne nachzudenken. Das legt er hier im Einzelnen dar, indem er die Fakten überprüft, die damals vom Bundestag hätten überprüft werden müssen, können und müssen. Er macht jetzt im Nachhinein und sagt, der Kern der ganzen Geschichte, nämlich der Kern der Annahme einer epidemischen Lage nationaler Tragweite, ist die Frage, ob das Gesundheitssystem überlastet ist oder ob es droht, überlastet zu werden. Und das hat zu keinem Zeitpunkt bestanden, eine solche Gefahr. Die Absurdität des Ganzen, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber das auch angesprochen hat, die Absurdität des Ganzen war ja immer, dass viele Politiker sich hingestellt haben und offenbar aus dem Bauch heraus erzählt haben, wir stehen kurz davor, überlastet zu werden. Gleichzeitig sind im letzten Jahr etliche Krankenhäuser geschlossen worden und Tausende von Intensivbetten gecancelt worden. Da fragt man sich schon, wer macht das? Wer erzählt einerseits, oh Gott, es wird alles böse enden, wir haben keine Kapazitäten, und sorgt gleichzeitig dafür, dass tatsächlich keine Kapazitäten da waren. Aber trotz des Abbaus stellt er fest, hat es zu keinem Zeitpunkt diese epidemische Lage nationaler Tragweite gegeben. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass alle Maßnahmen rechtswidrig, ja verfassungswidrig und damit nichtig sind. Er weist im Detail nach, dass die Rechts- oder die tatsächlichen Folgen der Corona-Maßnahmen im wahrsten Sinne des Wortes tödlich sind und führt auch ausdrücklich aus, dass die Todesopfer, die die Maßnahmen gefordert haben, um ein Vielfaches höher sind als das, was Corona, er ist ja kein Corona-Leugner, sondern er sieht, die Krankheit gibt es oder irgendwas, was jetzt als Corona bezeichnet wird, gibt es. Die Krankheit Covid-19. Covid-19, die gibt es, das leugnet er nicht, sondern er weist darauf hin, dass die Demokratie auf einer absolut nicht vorhandenen Grundlage ins Wanken geraten ist hier in Deutschland. Und er weist auch darauf hin, dass die zentrale, dass dieses Kontaktverbot, der Lockdown, ein Grundpfeiler der Demokratie gefährdet. Folgendes schreibt er: Bei einem allgemeinen Kontaktverbot handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Bürgerrechte. Es gehört zu den grundlegenden Freiheiten des Menschen in einer freien Gesellschaft, dass er selbst bestimmen kann, mit welchen Menschen, deren Bereitschaft vorausgesetzt, und unter welchen Umständen er in Kontakt tritt. Die freie Begegnung der Menschen untereinander zu den unterschiedlichsten Zwecken ist zugleich die elementare Basis der Gesellschaft. Der Staat hat sich hier grundsätzlich jedes zielgerichteten, regulierenden und beschränkenden Eingreifens zu enthalten. Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause einlädt oder mit wie vielen Menschen eine Bürgerin sich im öffentlichen Raum trifft, um spazieren zu gehen, Sport zu treiben, einzukaufen oder auf einer Parkbank zu sitzen, hat den Staat grundsätzlich nicht zu interessieren. Und dann sagt er, mit dem Kontaktverbot greift der Staat, wenn auch in guter Absicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht, die Grundlagen der Gesellschaft an, indem er physische Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern erzwingt. Inzwischen beklagt er, dass dieser Ausnahmezustand für einige Menschen schon fast zum Normalzustand geworden ist und hat dann in der Folge, ich glaube auch so ein bisschen entsprechend dem sogenannten Fehlalarmpapier aus dem Bundesinnenministerium, im Einzelnen aufgelistet, was für wahnsinnige Schäden hier inzwischen eingetreten sind. Natürlich wirtschaftlicher Art, aber eben auch gesundheitlicher Art.
weist auch darauf hin, die meisten dieser Schäden werden sich ziemlich genau ermitteln lassen und sie sind insgesamt mit Sicherheit gigantisch, auch wenn wir es noch nicht ganz genau wissen. Das Fazit ist dann hammerhart. Er sagt nämlich, nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Schon aus diesem Grund genügen die hier zu beurteilenden Normen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Hört man ja oft, ne? Ist das überhaupt verhältnismäßig? Hinzu kommen die unmittelbaren und mittelbaren Freiheitsbeschränkungen, die gigantischen finanziellen Schäden, die immensen gesundheitlichen und ideellen Schäden. Das Wort unverhältnismäßig ist dabei zu farblos, um die Dimensionen des Geschehens auch nur anzudeuten. Bei der von der Landesregierung, erst ja in Thüringen, im Frühjahr und jetzt erneut, also zweiter Lockdown, verfolgten Politik des Lockdowns, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war und ist, handelt es sich um eine katastrophale politische Fehlentscheidung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des globalen Südens. Armut wird immer größer, das sagt auch die WHO inzwischen. Diejenigen, die unter dem Lockdown am meisten zu leiden haben, sind die, die ohnehin schon platt sind. Also das ist ein schön deutliches, dogmatisch perfekt aufgebautes Urteil eines deutschen Richters. Noch ist also die Justiz jedenfalls nicht ganz verloren. Ist es deiner Kenntnis nach das erste Urteil dieser Art mit dieser Deutlichkeit, mit dieser Begründung? Das erste deutsche Urteil nach meiner Kenntnis ja. Es gab andere Urteile, die haben sich da versucht ranzutasten. Ein schönes Urteil des Amtsgerichts Dortmund zum Beispiel. Es gibt einige verwaltungsgerichtliche Urteile, wo man halbherzig und sozusagen mit bis oben hin vollen Hosen, muss man diesen Richtern einfach vorwerfen, versucht hat, um den heißen Brei rumzutanzen. Aber hier wird erstmals auf den Kern der Sache eingegangen. Es gibt ein anderes Urteil, was ähnlich deutlich ist. Das stammt aber nicht aus Deutschland, sondern das stammt aus Ecuador. Die haben uns da gezeigt, wie Justiz zu funktionieren hat. Ich glaube, es war das Verfassungsgericht in Ecuador, das hat sehr deutlich gesagt, nach 9 Monaten kann man nicht mehr nur mit Hu-Hu-Hu und Oi-Oi-Oi und wird das nicht alles ganz furchtbar enden arbeiten, sondern nach 9 Monaten muss man Fakten bringen. Und die gab es in Ecuador nicht, die gibt es hier auch nicht. Deswegen ist ja auch praktisch alles, was der Kollege Reitschuster da, wenn er im Bundestag Fragen stellt, unbeantwortet geblieben oder mit ausweichenden Fragen. Es gibt keine Fakten. Aber das hier ist das erste, wie ich finde, herausragend gut geschriebene deutsche Urteil, was diese Lage klar und deutlich beschreibt. Du meinst wahrscheinlich die Bundespressekonferenz. Ja, genau. Ja. Das sind ja teilweise echte Witzveranstaltungen. Also was da mit dem Mann gemacht wird, ist eine Frechheit. Nochmal, und Dortmund, das Urteil aus Dortmund hat nicht diese Tiefe und Tragweite und Schärfe, wie das jetzt aus... Es war auch gut geschrieben, aber das hier geht auf den Kern der Dinge Weimar. Ein. Es sagt, das amtsgerichtliche Urteil aus Weimar detailliert, warum es erstens keine Grundlage gibt und warum zweitens die Schäden, die hier eingetreten sind, unvertretbar sind. Und Fazit, katastrophale politische Fehlentscheidung. Und was ist mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts? Da gab es einige wenige, die der Beschwerde stattgegeben haben. Weißt du ungefähr, wie viele? Ich glaube, es sind 3 zu dem Thema. Das kann sein. Mir ist nur das wirklich furchtbare Versagen des Verfassungsgerichts anlässlich der Demonstrations- oder des Demonstrationsverbots in meiner Heimatstadt Bremen in Erinnerung geblieben, wo das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht Bremen allen Ernstes meinte, die Demonstrationen verbieten zu müssen. Also die Grundlage demokratisch, eine der wesentlichen Grundlagen demokratischen Verhaltens, dass man auch in Demonstrationen seine Meinung äußern kann. Und dass dann glücklicherweise nur von 3 Richtern in einer Eilentscheidung beim Bundesverfassungsgericht unter Leitung des hoch umstrittenen und hinter verschlossenen Türen an den Augen der Öffentlichkeit vorbei gewählten Vorsitzenden Stefan Habart dieses Verbot bestätigt wurde. Eine Schande für die Justiz, eine Schande für die deutsche Demokratie. Also Weimar etwas fortschrittlicher als Karlsruhe, wenn man es so interpretieren kann. Das Amtsgericht Weimar hat gezeigt, wie Justiz funktionieren kann und muss in dieser Situation. Und das Verfassungsgericht hat in der Entscheidung eben gezeigt, wie furchtbar es enden kann, wenn man sich zurück in Richtung Weimarer und dann 1933er Verhältnisse bewegen will. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Rainer Füllmich, Rechtsanwalt aus Göttingen, wenn ich es richtig verstanden habe, und
Teilnehmer des Corona-Ausschusses hier in Berlin. Seit Monaten sehr erfolgreich mit diesem Ausschuss. Vielen Dank für das Gespräch.